Wer in Deutschland was zum Thema Sport schon mal gehört hat in den letzten Jahren, ist um diesen Namen nicht drumherum gekommen und völlig zu Recht. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Maria Höfel-Riesch, wie geht's dir und wo bist du? Ich freue mich auch sehr, vielen Dank, mir geht's gut. Ich bin wie die meiste Zeit im Sommer in unserem Haus am Gardasee, am wunderschönen Gardasee. Es ist zwar sehr heiß, aber ist ja in Deutschland derzeit auch nicht so viel anders. Aber ja, wir haben es sehr schön hier und heutzutage kann man ja, wie man gerade sieht, von überall arbeiten, deswegen im Sommer eher aus Italien. Und das sei dir auch von Herzen gegönnt. Auf deinem Instagram-Profil steht Expertin für Ski, Fitness und Motivation. Was von diesen drei Sachen war denn in diesem Jahr bisher am meisten präsent in deinem Leben? Jetzt haben wir ja doch schon August. Also im April oder Mai hätte ich gesagt, das Skifahren nach wie vor, weil ich das natürlich im Winter immer noch sehr oft und mit viel Leidenschaft mache. Ansonsten ja, mache ich jetzt im Sommer natürlich schon viel Sport und bewege mich gern draußen in der Natur. Also würde ich sagen, tatsächlich Fitness. Crazy. Und ist das so, wie du es dir immer vorgestellt hast, so dein Leben jetzt zu diesem Zeitpunkt? Oder hast du gedacht, es wäre völlig anders? So ungefähr habe ich es mir so vorgestellt. Man kann das ein bisschen schwer einschätzen, ehrlich gesagt, wenn man 15 Jahre im Leistungssport unterwegs ist. Man weiß nie so genau, was danach kommt. Natürlich habe ich mir schon frühzeitig Gedanken gemacht, was möchte ich danach machen. Also was klar für mich war, ist gewesen, dass ich jetzt nicht irgendwie so einen typischen Bürojob, so 9-to-5, also das wäre gar nicht das. Aber trotzdem wollte ich natürlich was machen. Und so habe ich jetzt verschiedene Projekte zu verschiedenen Themen, die mir sehr viel Spaß machen, wo ich auch ein bisschen flexibel bin. Das ist mir auch sehr wichtig, nach so vielen Jahren in diesem Leistungssport Korsett eigentlich eingesperrt und halt jeden Tag nach Plan zu leben. Und jetzt kann ich mir das alles ein bisschen besser selber einteilen. Und das ist schon eine sehr große Freiheit, Gott sei Dank. Ich meine, du hast deine ganzen sportlichen Erfolge natürlich erlebt, du warst da. Aber sowas wird ja dann irgendwann auch, ich möchte nicht sagen Normalität, aber ich glaube, der eine Titel ist wichtiger als der andere, sagen wir es mal so. Du gehörst zu den erfolgreichsten Athletinnen Deutschlands. Ist das für dich, ist das ein Satz, den du begreifst oder ist das was, ja, stimmt, aber schon irgendwie wild? Ja, es ist ein Gemisch aus fast ein bisschen unangenehm, wenn Leute wie du das jetzt sagen. Also natürlich bin ich stolz auf das, was ich erreicht habe. Und es war wirklich eine wunderbare Karriere mit tollen Erfolgen. Natürlich musste ich auch viel dafür tun. Es waren auch nicht immer nur schöne Zeiten. Es bedeutet natürlich auch viele Entbehrungen, viel hartes Training jeden Tag, Sommer wie Winter. Und deswegen ist es dann nach einer gewissen Zeit auch gut, wenn es dann vorbei ist, wenn man nicht mehr diesen täglichen Druck hat. Aber trotzdem denke ich natürlich mit sehr viel Freude und auch Stolz an die Zeit zurück. Und es waren wunderschöne Momente, die ich da erleben durfte. Gibt es immer noch so ein bisschen Hype, wenn Leute dich sehen? Erkennen sie dich und können sie dich richtig zuordnen? Ja, ich bin tatsächlich überrascht. Das ist jetzt doch schon einige Jahre her. Es ist schon, viele glauben es immer gar nicht, aber 8,5 Jahre her, dass ich meine Karriere beendet habe. Die Zeit rast. Ich kann es selber kaum glauben, dass das so lange Zeit schon her ist, mein Karriereende. Aber tatsächlich erkennen mich die Leute teilweise immer noch sehr viel auf der Skipiste natürlich, sogar als man mit Maske fahren musste. Also eigentlich denkt man ja so Helm auf und Maske an, da ist man eher so inkognito unterwegs, aber wahrscheinlich der Bezug zum Skifahren, dadurch erkennen mich die Leute halt doch, die haben mich im Fernsehen ja auch oft mit Helm nur gesehen, deswegen passiert das oft, aber auch so in der Stadt und selbst hier in Italien, was ja jetzt nicht gerade die Skiregion ist, hier der Gardasee, aber auch hier werde ich regelmäßig erkannt und ja, ist natürlich auch eine Wertschätzung und macht einen auch stolz, wenn das so viele Jahre nach dem Karriereende noch der Fall ist. Am 20. März 2014 hast du dein Karriereende bekannt gegeben. Ich nehme an, diesen Tag hast du noch sehr genau vor Augen, aber ich glaube, den 8 Tage davor auch, der 12. März 2014. Was war das für ein Tag für dich? Das Karriereende kam dann doch etwas abrupt. Also ich würde sagen, es war schon so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich nach dieser Saison die Karriere beenden könnte. Also gerade nach diesem dritten Gold in Sotschi, dritte olympische Goldmedaille, da kommen dann schon so Gedanken wie, was kann jetzt noch kommen? Und eigentlich habe ich jetzt wirklich alles erreicht. Aber die Saison war noch nicht zu Ende. Ich bin noch um den Gesamtweltcup gefahren, war nach Olympia in Führung gelegen. Dann ging die Weltcup-Saison noch 4 Wochen. Und mir war dann irgendwann Anna Fenninger, heute Veit, dicht auf den Fersen. Und alles hat sich dann auf dieses Weltcup-Finale zugespitzt, wo ich dann leider, also beim Weltcup-Finale werden nochmal alle Disziplinen einmal gefahren, also nochmal 4 Rennen. Und wir waren so ziemlich gleich auf mit den Punkten. Und im ersten Rennen bei der Abfahrt bin ich dann leider ziemlich schwer gestürzt, habe mich zwar nicht ganz schwer verletzt, aber doch mir solche Prellungen und Zerrungen zugezogen, dass ich dann
leider das Feld räumen musste, konnte die letzten Rennen nicht mehr fahren und somit konnte ich auch den Gesamtweltcup dann nicht gewinnen. Aber ich hatte ihn schon mal gewonnen, deswegen der Haken auf meiner Liste war schon da. Natürlich hätte ich es gerne noch mal ein zweites Mal geschafft, aber trotzdem, es war jetzt weder der Sturz oder die Verletzung oder der verlorene Gesamtweltcup der Grund, dass ich aufgehört habe, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, es waren fast 15 Jahre mit allen Höhen und Tiefen, Gott sei Dank viele Höhen, und irgendwie hat sich's vom Bauchgefühl her hat sich so angefühlt, dass es der richtige Moment ist. Ich stelle mir das immer so krass vor, wenn man so einen entscheidenden Sturz hat, also auch so einen schweren Sturz, da kann ja so viel passieren, und ich kann mir vorstellen, dass der noch eine ganze Weile nachhallt, dass man überlegt, hätte ich was anders machen können oder nicht. Und gerade in deinem Berufsfeld ist natürlich, kann ein Sturz alles sofort massiv beenden. Ist das was, das man noch ein paar Mal abspult, oder konntest du da schnell drüber hinweg? Also nachdem ich dann meine Karriere beendet habe, war das dann kein Problem mehr. Also ich habe jetzt heute, wenn ich Freizeit-Skifahren gehe, keine Angst vor Stürzen. Ich fahre natürlich jetzt auch ganz anders als früher, schon noch sportlich, aber natürlich immer so, dass ich bremsen kann. Das ist ja beim Rennenfahren nicht unbedingt empfehlenswert, denn das kostet Zeit. Aber ich hatte auch zwei schwere Verletzungen zu bewältigen. Ich habe mir einmal in einem Jahr beide Kreuzbänder gerissen. Im Januar 2005 das rechte und dann Reha und das ganze Programm. Es ist ja sehr langwierig, ein Kreuzbandriss, bis das Knie wieder komplett belastbar ist und bis man auch wieder auf Ski darf und bis man dann den Trainingsrückstand aufgeholt hat. Das dauert weit über ein halbes Jahr. Und es hat aber eigentlich ganz gut alles funktioniert. Allerdings gleich zu Beginn der neuen Saison im selben Jahr, also Dezember 2005, habe ich mir dann das andere Kreuzband gerissen. Und das war wirklich eine harte Zeit in meiner Karriere. Es war auch die prägendste Zeit, auch wenn es natürlich die schwierigste war, weil nach zwei Kreuzbandrissen und quasi zwei Jahren dann Pause, zwei Saisonen fast komplett verpasst, sich da wieder zu überwinden und zurückzukämpfen, das war wirklich ein harter Weg. Aber ja, umso schöner, wenn man es dann geschafft hat. Ich habe dann im Nachhinein auch die positiven Seiten dran gesehen, nämlich, dass ich in der Zeit erstmal so richtig gelernt habe, zu kämpfen und mich durchzubeißen. Ich war ja noch jung, ich war erst 20 bzw. 21 Jahre alt bei den Verletzungen, also eigentlich total am Anfang meiner Karriere. Und davor ging eigentlich alles, ich will nicht sagen einfach, aber ich war Gott sei Dank immer mit viel Talent gesegnet, aber in jungen Jahren nicht die allerfleißigste, was das Training betrifft. Und das hat sich in der Zeit massiv geändert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht wirklich mich richtig reinhaue und mich körperlich wieder in Form bringe, dann wird es nichts mehr. Und das war eigentlich nicht auf meinem Plan, dass ich dann in so jungen Jahren schon aufgeben muss. Aber es war, wie gesagt, ein harter Weg, aber hat mich auch einiges gelehrt. Welcher war mit Abstand der beschissenste Tipp, den man dir je gegeben hat und den du glücklicherweise nicht befolgt hast? Wenn's blöde Tipps waren, dann, ja, dann habe ich sie eh gleich wieder verworfen. Also ich habe Gott sei Dank auch viele gute Tipps bekommen. Das ist ja immer noch das viel Wichtigere. Ich hatte, was natürlich auch ein Grund ist für die vielen Erfolge, ich hatte immer ein gutes Umfeld um mich, ein tolles Trainerteam, gute Mannschaftskolleginnen, gute medizinische Betreuung. Das ist natürlich immer auch wichtig. Wir sind zwar Einzelsportler, die Skifahrer sind Einzelsportler, aber wir sind das ganze Jahr im Team unterwegs und trainieren natürlich jeden Tag gemeinsam. Und da ist es schon wichtig, dass man einfach eine gute Mannschaft hat und dass man auch irgendwo ein Teamplayer ist. Im gleichen Jahr wie dein Karriereende hast du auch bei der ARD als Ski-Expertin angefangen. Ist das jetzt was, bei dem du heute sagst, oh, ich hätte vielleicht ein Jährchen warten sollen, oder war das Timing gut damals? Das war eigentlich ganz gut, weil es war schon ein komisches Gefühl, von heute auf morgen, nach so vielen Jahren, da komplett aus diesem ganzen Thema Leistungssport raus zu sein. Also man muss sich vorstellen, sonst war die Saison immer vorbei, wo wir gerade gesprochen haben, das Weltcup-Finale war vorbei, dann hat jeder ein paar Tage Pause gehabt, dann ging es aber direkt wieder los mit Skitests, dann ist man ein bisschen in Urlaub gefahren und eigentlich Ende April ging dann schon wieder das Konditionstraining los. Und das war ja alles nicht mehr. Und irgendwie, es reißt dann natürlich auch relativ schnell der Kontakt zu allen ab. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz schön, da direkt im Winter danach wieder in anderer Funktion dabei zu sein. Ich durfte das ja auch 5 Jahre machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber auch da war ich dann wieder sehr viel unterwegs. Und deswegen nach 5 Jahren, es war eine tolle Erfahrung und möchte ich auch nicht missen. Aber auch nach 5 Jahren war ich dann komplett raus aus dem Ganzen. Es war so mein softer Abschied quasi. Nach der aktiven Karriere noch ein paar Jahre Karriere als Wintersport-Expertin, und mit einigen wenigen Leuten habe ich bis heute auch noch Kontakt. Man trifft sich ab und zu, verabredet sich privat, aber ansonsten habe ich jetzt natürlich mit dem Ski Alpin, mit der Szene nicht mehr so viel zu tun. Und dann aber 2019, als du wusstest, okay, jetzt sagen der Skisport und ich,
Ciao, leb wohl erstmal. Wusstest du da schon, was passiert? Oder waren die Pläne schon ready? Oder hast du gesagt, okay, jetzt komplett neues Abenteuer? Naja, das ist ja, es war ja nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe damals schon und mache auch heute viele andere Sachen. Und deswegen, also der Winterplan war ähnlich voll für mich als Expertin wie als, als Athletin. Zwar eher an den Wochenenden natürlich. Aber ja, die Wochenenden, gerade im Winter, sind ja auch, ist ja auch die Zeit, wo man vielleicht auch mal selber Skifahren gehen will und so. Und das kann ich halt jetzt mehr machen, aber ich habe, wie gesagt, auch noch viele andere Projekte. Ich bin regelmäßig mit der MS Europa 2, das ist ein Kreuzfahrtschiff von Hapag-Lloyd, bin ich mehrere Wochen im Jahr auf Reisen unterwegs und trainiere mit den Gästen an Bord, mache die quasi fit im Urlaub und ja, bin nach wie vor mit einigen meiner ehemaligen Partner verbunden, zum Beispiel die Skifirma Head, die mich ja seit Anfang meiner Karriere ausgerüstet hat, die natürlich auch einen großen Anteil an den vielen Erfolgen hatte, weil sie mir immer schnelle Ski gegeben haben. Und dann bin ich oft auf Veranstaltungen als Speakerin oder Talkgast. Also es wird mir nicht langweilig. Ich bin immer noch sehr gut unterwegs. Und gut, die Corona-Zeit war etwas ruhiger wie für die meisten. Aber ist ja jetzt auch wieder den Sommer ganz gut alles angelaufen. Und also im Moment ist der Terminkalender schon wieder sehr voll. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich wünsche mir die nächste Corona-Welle, auf gar keinen Fall. Aber es ist im Moment schon, muss man schon schauen, wie man alles unter einen Hut bringt. Und ich glaube, das wird bei dir auch nicht abreißen. Zum Schluss möchte ich über ein Thema sprechen, was dir ganz wichtig ist und mich interessiert, warum. Blutspenden. Ja, also ich bin ja sowieso generell sozial engagiert. Also ich finde, wenn man so vom Leben geküsst ist oder wenn es einem so gut geht und ja, wenn man eigentlich nichts zu beanstanden hat, dann muss man schon auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Deswegen bin ich sowohl in der Laureus als auch in der DFL-Stiftung als Botschafterin bzw. Kuratoriumsmitglied aktiv. Beide Stiftungen, die soziale Projekte in Verbindung mit Sport unterstützen, finde ich auch immer sehr wichtig, weil Sport gerade Kindern nahezubringen, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele andere Beschäftigungsmöglichkeiten sind wie Gaming und Social Media, und man sieht es ja überall, wo Kinder unterwegs sind, jeder hat nur das Handy in der Hand und schaut da rein, und das ist einfach wichtig, dass die Kinder heutzutage auch weiter sich bewegen und Sport machen. Und eben auch Thema Blutspende, das ist ja wirklich auch ein wichtiges Thema, und das Deutsche Rote Kreuz kam da auf mich zu, ob ich da als Unterstützerin dabei sein möchte, und selbstverständlich habe ich da zugestimmt. Ihr seht also eine unglaubliche Frau. Und ich freue mich, dass wir dich noch ganz, ganz viele Jahrzehnte bei so vielen Sachen beobachten dürfen. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Maria Höfel-Riesch zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Und ich weiß, in wie vielen Kameras du schon gesprochen hast. Deswegen, ich bin gespannt, was du uns heute mit auf den Weg gibst. Darum geht's ja. Und du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt: Dankbarkeit ist unglaublich krass, wenn man sich kurz bewusst macht, was das für ein unfassbarer Luxus ist, dass wir, ganz viele von uns, einen Wasserhahn haben, den aufmachen, da kommt trinkbares Wasser raus. Das ist, ich weiß, das ist jetzt, was labert der da, aber das ist wirklich, so viele Menschen wünschen sich das. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen Dankbarkeit, allein für den Zustand, mal kurz drüber nachdenken, wie gut es einem eigentlich geht. Wir sind viele von uns geküsst vom Leben, wie es Maria gerade so schön gesagt hat. Wir sehen uns morgen wieder, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Maria Höfel-Riesch. Bis dann. Ja, ich kann mich da nur noch mal anschließen. Natürlich das Thema Dankbarkeit. Und was ich auch noch mal mitgeben wollte, also mir geht's wirklich super. Ich habe ein tolles Leben und ja, lebe jetzt hier im Sommer in Italien, im Winter in Kitzbühel. Aber trotzdem, das Allerwichtigste für mich ist immer Gesundheit für meine Familie und mich. Es gibt so viele Leute, die sind krank und denen geht's schlecht. Und irgendwie so das eigene Glück auch zu finden mit einer tollen Familie, mit einem tollen Ehemann, den ich auch habe, das ist für mich eigentlich das größte Glück und wichtiger als jeder Luxus.